Es geht wieder langsam bergauf bei Eva Glawischnik. Wie berichtet, wird die Bundessprecherin und Clubobfrau der Grünen bereits am Samstag wegen eines akuten schweren allergischen Schocks aufgrund einer Pollenallergie in der Notaufnahme des AKH Wien behandelt. Glawischnik selbst meldet sich am Mittwoch via Facebook zu Wort. Sie bedankt sich für die Genesungswünsche und schreibt: Vielen Dank an Ottmar Karas, Doris, Andreas, Anna, Kurt, Christian Kern, Manuel, Rüya, Astrid Rösler, Maria und den vielen, vielen anderen für die unglaublich positiven Nachrichten, Mails, Posts, Tweets und sogar Blumensträuße. Die grüne Bundessprecherin hat noch Glück im Unglück. Ein sogenannter anaphylaktischer Schock ist die schwerste Form einer allergischen Reaktion. Er kann unter Umständen infolge eines Kreislaufversagens sogar tödlich enden. Schuld daran ist körpereigenes Histamin, das lawinenartig aus Blutzellen freigesetzt wird, wenn der Organismus in Kontakt mit einem Stoff tritt, auf den er allergisch reagiert. Nach einer Behandlung im AKH geht es ihr laut Sprecherin Karin Strobel am Sonntag kurzzeitig besser. Doch bereits am Montag folgt ein erneuter schwerer gesundheitlicher Rückschlag. Da Glawischnik bereits seit längerem an einer Pollenallergie laboriert, werden die Ursache ihrer heftigen Reaktionen nun ambulant abgeklärt. Derzeit ist die Pollenbelastung durch Birke und Esche besonders hoch. Ihre Familie ist besorgt, allen voran Gatte Volker Piszek, der derzeit bei den Dancing Stars engagiert ist. Das Paar hat zwei Söhne. Zudem gibt es auf Facebook zahlreiche Hasspostings gegen die Grünpolitikerin. Das Böse richtet sich stets gegen sich selbst. Gott straft schnell und gerecht. Du Ungläubige! Kann sowas einen Allergieschock auslösen? Hahaha! Eine Pilzallergie? Doch neben diesen abscheulichen Kommentaren finden sich auch zahlreiche Genesungswünsche. So schreibt etwa Bundeskanzler Christian Kern: Liebe Eva, ich wünsche dir baldige Besserung. Erhol dich gut. Sogar Flora Petrik, die Vorsitzende der Jungen Grünen, postet: Bei allen Konflikten der letzten Tage, auch ich wünsche dir gute Besserung, liebe Eva. Die grüne Landeschefin Salzburg, Astrid Rössler, die Glawischnik vor wenigen Tagen ebenfalls noch heftig kritisiert, schreibt: Liebe Eva Glawischnik, ich sende dir ganz herzliche Genesungswünsche und einen farbenfrohen Blumengruß. Alles Gute von mir und von uns Grünen aus Salzburg. Zuspruch kann die 48-jährige Politikerin auch abseits der Gesundheit gut brauchen. Denn beruflich ist für die Grünchefin das Jahr 2017 nicht nach Wunsch gelaufen. Vor allem die letzten Tage dürften Glawischnik zugesetzt haben. Vergangene Woche bringt sie die jungen Grünen gegen sich auf und wirft sie anschließend aus der Partei. Das bringt der studierten Juristin heftige parteiinterne Kritik ein. Sie verliert die Zustimmung der Landesparteien Salzburg, Wien, Tirol und Vorarlberg. Ob diese mit dem allergischen Schock in Verbindung stehen, ist nicht bekannt. Alle Termine von Eva Glawischnik werden bis auf Weiteres abgesagt.